Oh ja, man hatte große Pläne für mich. Königin von England sollte ich werden. Ich, Prinzessin Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, die Lieblingsschwester Friedrich des Großen. Doch es kam alles ganz anders. 1709 wurde ich geboren. Schon als Kind erhielt ich eine umfassende Ausbildung, um gut auf meine Aufgaben als Königin vorbereitet zu sein. Doch der englische Hof gab keine klare Zustimmung zur Heirat. Mein Vater, ganz Politiker, schmiedete bereits andere Pläne. Er bestimmte den Bayreuther Erbprinzen Friedrich zu meinem Mann. Mein Eindruck von der kleinen Markgrafschaft, zunächst enttäuschend. Dennoch hatte ich Glück, denn ich liebte meinen Gatten. Und ich beschloss, mir meinen neuen Lebensmittelpunkt selbst zu gestalten. Ich ließ die Eremitage zu einem wunderschönen Park mit zwei Schlössern ausbauen und entwarf den Felsengarten Saint-Pareil. Als das alte Stadtschloss durch einen Brand weitgehend zerstört wurde, war meine Anteilnahme an der Planung und Errichtung des neuen Schlosses groß. Anlässlich der Hochzeit meiner einzigen Tochter wurde das markgräfliche Opernhaus eingeweiht. Ein wahrer Prachtbau. Ich malte, schrieb und schauspielerte. Doch meine größte Leidenschaft galt der Musik. Ganze Opern komponierte ich und bekam von meinem Mann auch die Intendantur über die Bayreuther Hofmusik übertragen. Das Kulturleben des Bayreuther Hofes florierte. Nach meinem Tod jedoch fiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Nichtsdestotrotz ermöglichte mein Engagement den Weltruhm Bayreuths. Denn dem Komponisten Richard Wagner gefiel die Stadt so gut, dass er sein Festspielhaus auf dem grünen Hügel errichtete. Die Richard-Wagner-Festspiele waren geboren.